Leute, zwei Romana-Salate, okay. Also jetzt werdet ihr alle ein bisschen fordernd. Oh, wir haben einen Fahrer da. Haha, jetzt können wir endlich Dinge fordern. Haha. Dinge, die wir uns nie wagten zu fordern, können wir jetzt endlich fordern. Gießkanne ist leer. Naja, wie soll es auch anders sein? Bin ich auch fest der Meinung, das ist genauso, wie es immer unfair ist. Immer muss ich in solchen Farming-Spielen den Antrag machen. Warum macht das nicht mal mein Partner, wenn der mich so sehr liebt? Warum muss ich immer? Das sind berechtigte Fragen. Ich stehe für Emanzipation. Du blöde Kieskanne. Also wir brauchen zwei Margeriten und zwei Roma-Salate. Und ich brauche mehr Gras. Ich habe 40 mal Futter. Ich habe hier noch Gras, ja! Gras! Mais? Mais. Du gibst mir Margeriten, ne? Hi, Teddy. Teddy! Bärchen! Hallo? Braunbär. Komm mal mit, ich zeig dir gleich einen richtigen Bären. So, zwei von euch wollten mir Gras andrehen. Der da hinten auf alle Fälle. Erstmal werde ich mit Rübensaat zugeschüttet. So, jetzt suchen wir mal Ninchen. Hallo Ninchen. Hallo Hasi. So, ich habe noch ein bisschen Platz. Das heißt, ich kann mich schon mal ein bisschen weiter rauswagen. Du willst irgendwas von mir, ne? Ich hab's nur noch nicht. Spiel, hör auf zu ruckeln. So. Oh, wir kommen in eine Strandgegend oder was?
Weißnachtssaat. Karotten. Diese fucking scheiß Gießkanne. Darf ich zurück wegen dieser blöden... Ich finde es auch wirklich blöd, dass ich nicht sehe, wie viel hat denn die Gießkanne noch Intus. Oder kriege ich das raus? Nö. Warum sollte ich auch rauskriegen, wie voll meine Gießkanne noch ist? Also, und wozu? Wer braucht das? Mir läuft immer noch die Zeit viel zu schnell davon. Rosa Rose Samen, okay. Ach, Weißnachtssamen ist eine Blume, okay. Ja, ich lass mal die Samen jetzt. Also ich muss dann zwar nochmal hierher kommen und gießen, aber die lasse ich mal besser, die Felder. Lohnt sich nur, wenn ich ein Haus wirklich richtig in der Nähe habe. Lingling A86, danke für den Follow. Und herzlich willkommen bei mir. Willkommen Sie, willkommen Sie. Natürlich gibt es hier in der Nähe Kindbrunnen. Nee, das ist ein Ocelot. Egal. Katzi! Da steht, hier entlang zum Hochzeitssaal. Okay, dann fäll ich mir doch nicht die Palme. Ich hoffe mal, ich schaffe es rechtzeitig zurück nach Hause. Glaube nicht. Das Herz blinkt schon so seltsam. Ich glaube, wenn es schneller anfängt zu blinken, ist das wie bei einer Bombe. Pff. Durch, du bist gleich zu Hause. So.
Da haben wir viel verdient. Aufmerksam, Frau. Ich habe mich gefragt, ob du mir vielleicht bei etwas helfen könntest. Ich brauche 3 Mais. Ich wäre überglücklich, wenn du mir das besorgen könntest. Kaum rettet man einmal ein halbes Dorf, schon belagern sie ein. Eine Rucusakus voll. Okay. So, als allererstes. Bringen 50, okay. Die bringen 100, okay. Kokosnüsse. Ich muss gestehen, ich habe unglaublich viel Spaß gerade mit dem Spiel. Und das, obwohl ich es heute nur antesten wollte. Das macht schon Mordsfeeds. Auch wenn ich glaube, dass man die Story, die hinter diesem Spiel steht, ganz schnell durch hat. Ist nicht dein Ernst. Junge Dame. Wartet mal. Ich muss erst mal gucken. Meine Aufträge. Aufgaben. 3 Mais. 2 Margariten. Ach. Und 2 Rüben. Und dann noch 2 Roma-Salat. Gut, dann heißt es, ich kann ja alles verkaufen, was ich in der Tasche habe. Gut. Ich bin nur ein bisschen verpeilt. Ja, das Spiel ist schon sehr weitläufig für einen Harvest Moon-Titel. Aber ich sag's mal so, bei Harvest Moon, seit sich die Macher von Story of Seasons von denen getrennt haben, liegt irgendwie nicht mehr die... In der Kürze die Würze, sondern mehr und viel. Wenn ich mich so daran erinnere, auf den DS-Titeln, da durftest du mal klein ein ganzes Dorf aufbauen, musstest du dann erstmal planen, dann durftest du eine ganze Insel aufbauen, also ja. Es ist wirklich nicht mehr so wie damals, wo du dann halt nur deine Farm hattest, deine eigenen kleinen Problemchen. Die ist alles weg. Nee, die Auberginensamen kann ich nicht machen. Die gehen erst im Sommer gut. Wir wollten ja mehr Rüben. Wir brauchen noch die Margariten. Wasserliliensamen? Wann habe ich denn die gekriegt? Ich werde schon alt. Ich habe mir nicht mehr gemerkt, wann ich die gekriegt habe. Aber dafür kannst du ja halt auch deine Farm mitnehmen. Das eingepackt und eingesteckt und dann nimmst du mit. Aber ich möchte jetzt gerne erstmal sehen, inwieweit ich, wann sich das Weiterreisen wirklich lohnt. Also das Lager aufbrechen. Okay, die kommen in den Schrank. Die können wir pflanzen. Und die kommen auch. Ich gehe erstmal in den Schrank. So. Du warst die im Sommer. Auberginen waren, glaube ich, auch. Genau, im Sommer. Du warst im Sommer. Und dann passt das bitte. Großen.
jetzt gehen wir gleich nochmal zu diesem einen Ort, wo wir diese zwei Samen... Ach nee, ich muss ja vorher nochmal da hoch. Dann gehen wir mal fix runter, laden nochmal die Kanne auf. Nee, leider nicht. Es gibt hier vorgegebene Orte. Also so habe ich das jetzt zumindest gesehen, dass es vorgegebene Orte gibt, wo du deine Felder aufbauen kannst. Heißt, so wirklich viel Entscheidung hast du nicht. Du kannst dein Haus halt auch nur da bauen, wo fruchtbare Felder sind. Finde ich persönlich jetzt nicht ganz so knorke, weil einen das halt auch viel Freiheit nimmt. Aber gut. So, das Ding ist jetzt voll, das heißt, ich kann dann jederzeit mit meiner Farm weiterreisen. Aber wie gesagt, ich will jetzt erstmal die Aufgaben der Bewohner hier noch lösen. Und dann denke ich mal, lohnt sich das weiterreisen, Mensch. Und ich vermute mal, ich hoffe mal, es werden nicht noch mehr kommen. Aber gut. Ich vermute mal, dass meine Vermutung falsch ist. Das heißt, es wird auf die Dauer dann ein bisschen anstrengend, hier rumzureißen. Vor allem, weil wenn du längere Zeit läufst, geht dir die Energie flöten. Juhu! Sehr praktisch! Und dass die Zeit auch so wahnsinnig schnell davonrennt, ist das noch viel unpraktischer. Du gibst mir Auberginen. Ah, okay. Huch, falscher Weg. Ach, du gibst mir die Weißnachts nochmal. Karotten. Da fällt mir ein, ich habe vor uns die Karotten einfach gepflanzt, ohne zu wissen, wann die pflanzbar sind. Ach, die sind immer pflanzbar, dann passt das ja. Ist ja okay. Ich wollte vor uns mal hier oben lang. Okay, hier holen wir uns noch die Kokosnüsse. Kokosnüsse. Deutsch. Ah ja. Das ist also der Hochzeitsaltar. Ein bisschen schäbig. Ich meine, der Zeitablauf bei Harvest Moon war schon immer schnell, aber so schnell... Du kriegst gefühlt gar nichts auf der Reihe. Dein Rucksack ist voll. Okay, perfekt. Dann brauche ich den ja gar nicht erst ansprechen. Und jetzt sollte ich mal langsam zurück. Also ja, es ist zwar schön gedacht, dass du die ganze Welt bereisen kannst mit deiner Farm, aber ich kann mir vorstellen, dass je weiter man reist, desto beschissener wird's. Weil du hast dann halt nicht mehr einfach so die Zeit, all deine anderen Farmgebiete zu befarmen oder so. Und kann mir vorstellen, dass das dann schon lästig wird. Da brauchst du ja echt einen Sklaven, der für dich arbeiten geht oder an jeder Stelle. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass man unterwegs halt überall so ein Haus stehen hat für sich, weil es erst dann richtig Sinn ergibt. So, weiße Aubergine, mit Paprika, Pilz kommt hier rein, Gras behalten wir. Kommt in den Kühlschrank rein, das Gras, zum Kühllagern.
Ebenso das, die Kokosnüsse, naja. Und die Eicheln auf alle Fälle, weil die brauchen wir als Brennstoff und Brennstoff ist gut. Dann sind wir immer vorbereitet für den Fall, dass wir da weiterreisen wollen. Das war ein guter Tag mit 940. Mhm. Also für den Anfang ein guter Tag. Allmählich wünsche ich mir Regen. Dankeschön, Serako. Dir noch einen angenehmen Tag. Oh, ich werde echt alt. Das geht nicht mehr. Uiuiuiuiui. Ich weiß gar nicht mehr, ob es sich jetzt noch lohnt, was großartig anzupflanzen. Nur eins merken, da hinten ist noch eine Menge anderes Feld. Also ich frage mich, was die Macher sich dabei gedacht haben. So von wegen größer ist besser oder... Ich meine, ich fand ja schon das Feld bei Story of Seasons, Friends of Mineral Town, das ist ja schon gigantisch. Mit dieser kleinen Puppe-Gießkanne kommst du auch mit Space. Da kannst du keinen Blumentopf gewinnen mit. Nein! Auf meine Farm verstauen zu wollen. Braucht nie. Ja, es lädt lange. Es lädt auch lange, wenn man das erste Mal startet, das Spiel. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ist Ebi nicht auf dem Tablet rumtrampeln, Hübscher? Du darfst alles, nur nicht auf dem Tablet rumtrampeln. Das ist neu. Ja. Ja, du bist die süßeste Katze der Welt. Ob das zwar nur ich, aber okay. Nice, na wie nice. Ja. Du bist ein großer, tapferer Junge. Losties, Skippy attackiert mich wieder. Tu was. Hilf mir gegen meine Katze. Unterstütze mir. Ich streichle den Hasen, wenn du mich unterstützt, Losty. Hier, ich habe ihn gestreichelt. Jetzt musst du mich unterstützen. Sibi, manchmal bist du ganz dezent lästig. Das ist dezent. Oh, heute regnet es hier. Ich muss hier nicht gießen. Das heißt, ich kann mal einfach gediegen weitergehen. Okay. So, aber jetzt. Karottensamen. Das ist manchmal schlimmer als ein Sack voll Flöhe.
Rede von dir. Ja, jetzt habe ich nicht mehr viel Platz. Hi. Ich bin Tva von den Maulwurfsbrüdern. Wenn du Hilfe brauchst, musst du mit meinem großen Bruder Ratz reden. Da. Der soll, glaube ich, einen russischen Akzent haben. Ich bin Tva von den Maulwurfsbrüdern. Wenn du Hilfe brauchst, musst du mit meinem großen Bruder Ratz reden, da? Ist okay. Ist da hier? Ratz war. Nein? Ja? Nein, ja? Vielleicht? Aber schön, dass wir jetzt in dem Test noch sehen, wie das Minen aussieht. Sehr unspektakulär. Und selbst in der Mine vergeht Zeit. Ah ja. Rucksack ist voll. Was ist das? Könnte ich einfach essen. Stein. Noch mehr Stein. Na, wie war der Geburtstag deines Papas? Rucksack ist. Hier ist Bronze! Pure Völlerei, okay. Einer der Charaktere ist auch ein Verwandter von Doc aus den DS-Spielen. Doc Junior. Finde ich sehr strange, den Charakter. Ich fand schon Doc damals sehr strange. Aber gut. Rucksack voll. Was ist denn das? Sagt mir natürlich nicht das Spiel. Kristall? Oh, Edelstein. Der liegt hier. Muss irgendwas loswerden.
Kann man hier was loswerden? Nö. Geil. Sehr nice, ich kann nichts loswerden. Das heißt, wir müssen hier irgendwo einen Ort finden, der in der Nähe der Mine liegt. Oh, Tisha! Hi, Tisha! Hallo, du Hübscher! Ich werde wahrscheinlich zusammenklappen. Da steht fröhliches Hallo, Hallo hier entlang des Paradieses. Neues Dorf. Wer bist du denn wohl? Erenja, ja? Aloha, Erenja. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Ahina. Ich lebe hier in Hallo Hallo. Bist du zum ersten Mal in Hallo Hallo? Es ist warm, ruhig und liegt am Meer. Du wirst es lieben. Es gibt hier haufenweise frischen Fisch und Obst und sogar diese bunten Pilze. Sind die nicht gefährlich? Würde ich an deiner Stelle nicht essen, Erenja. Die sind zwar lecker, aber man sollte immer das Gegengift parat haben. Das ist einfach unglaublich lecker. Genau davor habe ich Angst. Oh, das ist ein mobiler Laden. Er ist aber schon eine Weile kaputt. Damit haben wir andere Dörfer besucht. Ich wollte ihn reparieren, aber das war zu mühsam. Aber es gibt noch ganz viele andere Sachen, die ich dir zeigen möchte. Zum Beispiel? Erenja, was sind deine Manieren? Oh je, Magenknurren? Ich weiß, was da hilft. Komm mit, es wird dir sicher gefallen. Hey Boss, wir haben Kundschaft. Das ist das Café, in dem ich arbeite. Hallo, willkommen im Café Mahalo. Oh, dich habe ich noch nie gesehen. Ein Tourist, vermute ich. Na, falls du ja, bist du hier genau richtig. Wir servieren hier die besten Meeresfrüchte. Dies Essen wird dir den Verstand rauben. Was für Meeresfrüchte machen die hier wohl? Eine Café Mahalo Spezial kommt sofort. Bitte sehr. Einmal gegrillter Fisch. Das geht aufs Haus. Sieht lecker aus. Wow, riecht der lecker. Na, wie schmeckt der Tee? Super! Fantastisch. Also, das habe ich erwartet. Ja, sehr toll. Tihi, nicht so schnell. Er wird schon nicht vom Tisch springen und davonlaufen. Schön aufessen. War mir eine Freude, dich zu bekochen. Du kannst gerne das Rezept haben. Ahina, zeig mal, wie das geht. Echt? Tihi, der Boss hat offenbar Gefallen an dir gefunden, Erenja. Also gut, dann bringe ich dir mal das Kochen bei. Lass uns das in der Küche vom Café Mahalo machen. Das kannst du in deiner Küche zu Hause dann einfach nachmachen, sobald ich eine habe. Versuch mal irgendwann das Rezept selbst zu kochen. Also gut, ich werde dir das Rezept und die Zutaten für gegrillten Fisch geben. Ich hab doch nichts. Super, dann lass uns mal kochen. Aber meine Tasche ist voll. Oh, meine Tasche! Klasse, Erenja, du bist der Hammer! Das sieht echt lecker aus.
ich bin am Verhungern. Was gibt es heute zu Mittag? Lecker, gegrillter Fisch, mein Leibgericht. Lecker. Kanoa, wo sind deine Manieren? Oh, hey, Aina. Das Essen schmeckt heute klasse. Ach, du hast das gekocht. Glückwunsch, ist echt verteufelt gut. Was sagst du? Es ist das erste Mal, dass du das gekocht hast? Das ist großartig. Du hast echt Talent. Nicht so bescheiden. Wer bist du denn eigentlich? Das ist Erenya Kanoa, eine Weltreisende. Eine Weltreisende, was? Freut mich, dich kennenzulernen. Kanoa, weißt du, Erenya hat diesen gegrillten Fisch zubereitet. Ja, das haben wir bereits evaluiert. Ja, weiß ich doch. Das sagtest du bereits. Worauf ich hinaus will, du solltest den nicht essen. Ach, das meintest du. Tut mir leid. Du wirst noch einen machen, sagst du? Super, ich freue mich schon drauf, den auch zu verdrücken. Ja, je. Kanoa frisst uns noch die Haare vom Kopf. Schön, dass ihr euch so schnell angefreundet habt. Mann, oh Mann. Ich glaube, Kanoa ist selbst für Hallo Hallo etwas zu entspannt. Ach, hey Erenya, magst du Kaffee? Nach dem Essen geht es doch nichts über eine schöne Tasse Kaffee. Was ist das? Du kennst keinen Kaffee? Dann musst du ihn unbedingt mal probieren. Aber bitte nur weiß und mit Zucker. Allerdings, und der geht auch aufs Haus wegen Kanoas Hunger. Aina kocht echt tollen Kaffee. Rühr dich nicht vom Fleck, der Kaffee kommt gleich. Ja, klang nach Kaffeemühle. Wow, ist der aber lecker, Aina. Wenn er dir zu bitter ist, kannst du auch noch Sahne oder Zucker dazu nehmen. Passend zum Essen habe ich versucht, ihn mit geschmackvollen Bohnen, aber milder Grundnote zuzubereiten. Ganz ehrlich, ich verstehe immer noch nicht den Unterschied zwischen verschiedenen Kaffeebohnen. Für mich ist das einfach nur alles bittere Plörre. Ich verstehe auch nicht, wie man auf Arbeit sagen konnte, dass ich einen echt guten Kaffee koche. Keine Ahnung, was ich getan habe, aber es war wohl richtig. Er sollte erfrischend schmecken. Mit Sahne und Zucker ist er zwar weniger erfrischend, aber Hauptsache er schmeckt. Hey Kanoa, kommst du mal? Ich muss dich was fragen. Klar doch, bin sofort da. Bis später, Aina. Bis später, Erenya. Tausend Dank für den gegrillten Fisch und den Kaffee. Gern geschehen, Kanoa. Krieg ich jetzt Geld dafür, dass er meinen Fisch gefuttert hat? Geld, 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 Geld! Ja, okay, dann gehen wir mal zurück. Wir wissen ja jetzt, dass hier in Richtung irgendwo mal was Dorfiges liegt. Ich habe nur das Gefühl, ich werde sonst zusammenbrechen, wenn ich jetzt nicht gehe. Das ist schon ein ganz schönes Stück. Kleines süßes Ocelot-Kätzchen. Ich beschwere mich mal noch ein Ründchen darüber, dass ich beim Laufen Energie verbrauche. Das ist vollkommen nicht schön.
So, hier haben wir einen Kalender. Okay. Der Kalender sagt mir an, wann... Okay, der Kalender sagt mir an, wann es zumindest für die Woche regnet. Also er hat einen Wetterbericht. Das ist mein Rucksack. Freunde gewinnen. Okay, ich glaube, die, wo die Blümchen sind, die kann man heiraten. Verstanden. Das sollte nicht schwer zu verstehen sein. Weltkarte. Okay, wir haben jetzt so von fünf großen Teilen haben wir zwei entdeckt. Ja, ich glaube, es sind noch mehr große Teile. Aber woran erkenne ich, dass ich ohne Farm pflanzen kann? Das wäre noch gut zu evaluieren. Ach, ich kann hier eine Schnellreise machen? Aha. Moment. Ah ja, ich kann das Erinnerungsportal gerade. Okay. Ach, schade. Das hätte jetzt alle meine Probleme gelöst. So, ich speichere erstmal. Ich habe nämlich noch gar nicht gespeichert. Aber gut, jetzt wissen wir, es gibt auch eine Schnellreise. Ich hätte mich da doch mal vorher das ansehen sollen. Was kann man noch an Optionen machen? Lautstärke. Lautstärke, aha. Tipps, Rekorde, okay. Mitwirkende Anzeigen. Oh, ich habe mich noch gar nicht ins Bett gelegt. Hatte ich nicht? Nö, hatte ich nicht. Ich bin echt ein bisschen verpeilt.